So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White. Im letzten Part haben wir ja Shikimi oder Chantal oder wie auch immer sie heißt besiegt. Jetzt geht es zum zweiten der Top 4. Er hat noch immer Unlicht-Pokémon, falls ihr euch noch erinnert. Und ja, auf Japanisch heißt er Jima oder Gima oder wie auch immer. Auf Englisch Grimsley oder Grimsley oder wie auch immer, und im Deutschen weiß ich das jetzt noch nicht. Auf jeden Fall kämpfen wir einfach gegen ihn. Changemon und Smiley ist an erster Stelle, um sein erstes Pokémon, ja, seinem ersten Pokémon zu begegnen, sozusagen das Counter. Gut, ihr seht hier Jima oder Gima oder wie auch immer, ja, im Deutschen wird vielleicht wahrscheinlich anders heißen, aber nicht so tragisch. Er fängt mit diesem High-Pokémon an. Sharpedo. Torpedo, Sharpedo. Ich fange mit meinem Changemon und Smiley an und greife mit Donnerblitz an. Okay, er setzt Kaskade ein. Hoffentlich flinchen wir nicht. Bitte, bitte, bitte. Sehr gut. Dann können wir ein Donnerblitz in sein wertes Gesicht reindrücken. Damit ist sein erstes Pokémon besiegt. Changemon und Smiley bekommt ein Level Up. Und wir freuen uns alle einen Keks. Gut, als nächstes kommt dieses Zuruzukin. Da wechseln wir nämlich aus zu unserem Igel, genau. Igel, komm rein, dein Auftritt ist gefordert, wie auch immer. Los, zerstöre ihn mit Sturzflug, genau. Der Sturzflug macht unserem Igel auch Schaden, aber ist ja auch nicht zu tragen. What? Er überlebte sogar. Er überlebte sogar. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Und mit Head Smash kann er uns besiegen. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass er es überlebt. Aber er besiegt sich selber. Na gut, nicht so schlimm. Was wird er wohl als nächstes einsetzen? Ach egal, ich setz mal... wen setze ich denn ein? Ich setz... Changemon und Smiley ein. Jupp, denn Changemon und Smiley hat ja Käferattacke. Okay, Leopardas oder Leopardas oder wie auch immer setzt er jetzt ein. Wir greifen mit Backbass an. Er wird wahrscheinlich Sucker Punch einsetzen. Ich dachte, er setzt Mobile Heap ein. Wir überleben sogar und greifen ihn halt mit einem Käferbrumm an. Besiegt ihn das sogar? Ja, das besiegt ihn. Tja, Pech. Wieso setzt du nicht zuerst Mobile Heap ein? Tja, 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 als nächstes kommt Drippion, da setzen wir unser Blind ein, genau. Denn Blind, also dieses Drippion sollte unserem Blind keine Probleme bereiten, da Blind Bodenattacken hat. Also, nee, er hat Bodenattacken, die werden diesem Drippion ganz bestimmt einheizen, wie ihr gerade seht. Sie haben ihn eingeheizt und er ist besiegt. Ausgezeichnet, also läuft ziemlich gut. Und als nächstes kommt sein Wardile. Da setzen wir Aga ein. Genau, Aga setzen wir ein. Ne, wieso setzen wir Aga ein? Egal, ich habe einfach Aga eingesetzt. Nicht so tragisch, nicht so tragisch. Ich hätte einen Blind drin behalten können, aber Aga geht auch. Kein Problem, wir greifen mit Surf an, da er uns mit Intimidate, beziehungsweise Bedroher, unseren Angriff geschwächt hat. So. Surfer und einen weiteren Erdbeben von ihm sollten wir eigentlich überleben, wenn es denn gut läuft. So, hoffen wir, dass wir den überleben. Wenn nicht, dann wäre es einfach ein bisschen blöd. Und überleben wir es? Nein, leider nicht. Naja, schade, theoretisch hätten wir es einfach überleben müssen, können, sollen, aber wir haben es halt nicht überlebt. Gut, ist egal, Changemon Smiley kommt rein und ja, erledigt den Rest sozusagen. Schade einfach ein bisschen für Aga, dass er das S nicht Erfahrungspunkte bekommt, aber ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich meine, es wird sicher noch die Zeit kommen, an dem es Erfahrung auch bekommt. Als nächstes kommt sein Kirikazan oder wie das Teil heißt. Wie heißt es schon wieder? Kirikazan, glaube ich. Oder. Ja, Kirikazan. Kirikizan. Tut mir leid. Voll falsch und so. Da setzen wir Flammenwurf ein. Da es ja auch vom Typ Stahl ist. Und das sollte eigentlich ein One-Hit-Kill sein. Oder. Ja, ist es. Ausgezeichnet.
Ihr seht, er bereitet uns eigentlich auch keine Probleme. Ach, er ist ja schon besiegt. Er hat uns keine Probleme bereitet, muss ich so zu sagen, sagen. So rum ist richtig. Und damit ist auch schon der zweite der Top 4 besiegt. War kein Problem für uns, ja. War nicht besonders schwer. Wir sehen uns dann im nächsten Part mit gehaltenen Pokémon wieder an dieser Stelle. Und dann treten wir gegen die bzw. den nächsten der Top 4 an. Also, bis dann Leute, man sieht sich. Schönen Tag noch und tschüss.